Da würden mir jetzt tausend Sachen einfallen, aber ich würde meine Freunde einpacken und nach Las Vegas fliegen. Dann würden wir ein bisschen Spaß haben, denke ich mal. Ja. Ja, ich habe immer Zinedine Zidane ganz gut gefunden, weil er war nicht so der schnellste Spieler, aber fußballerisch hatte immer geile Lösungen gehabt und super ersten Ballkontakt. Konnte man sich viel von abschauen. Ich würde sagen, ich bin ein einfacher Fußballer. Ich versuche immer einfach, aber auch schnell zu spielen mit ein, zwei Kontakten. Ich versuche meine Mitspieler besser zu machen, durch meine Pässe zum Beispiel. Und ja, ich würde schon sagen, ich bin ein Teamplayer. Ich stehe auf und dann esse ich eigentlich immer direkt was, weil ich habe irgendwie immer Hunger morgens. Und ich könnte auch gar nicht ins Training gehen, ohne was gegessen zu haben. Ich brauche immer ein bisschen Power. Ich habe beim TV Hoffnungsthal gespielt. Das ist ein lustiger Name, aber ja, das ist bei mir im Heimatort in Rösrath. Und ja, da spielt eigentlich jeder Junge Fußball bei uns im Dorf. Und da habe ich auch angefangen. Also, ich glaube, es hat bisher noch nicht einmal geregnet. Aber wurde mir schon gesagt, dass hier auch manchmal häufiger regnen kann. Ja, ich war schon ein paar Mal am Strand natürlich, weil als Kölner kennt man das ja nicht. Und ja, so an der Kiellinie und so, das ist schon sehr schön, gefällt mir sehr gut. Kann man das Leben genießen.